Hallo Freunde, ich grüße euch. Uns verbindet eine große gemeinsame Hoffnung. Hoffentlich wird es nie so schlimm, wie es schon ist. Das hat schon Kai Valentin gesagt, der wusste, wovon er redet. Wie schlimm ist es denn? Naja, wenn ich noch keine grauen Haare hätte, ich würde welche kriegen. Krieg, Terror, Flucht, Vertreibung, Chaos, Lügen, Labyrinth, Lügen, Chaos und so weiter. Gibt es einen Ausweg? Und jetzt im Ernst, ja, es gibt einen Ausweg und es gibt auch eine Hoffnung. Ich habe sie auch im letzten Jahr schon gesagt. Mein Leitsatz heißt, falsche Politik muss immer mehr und mehr ihr wahres Gesicht zeigen. Und das wahre Gesicht einer falschen Politik sind einfach nur Lügen, Lügen, Lügen und Dummheit. Und das zeigt sich immer mehr. Ich habe das im letzten Jahr ja anhand des Falles der FDP geschildert. Und wer gestern Hannover angeguckt hat, der kann es auch sehen. Der Clown aus USA, Obama, trifft sich mit der Clownesque aus Deutschland, Merkel, zum gemeinsamen Knutsch-In. Gefährliche Liebschaft, liebe Freunde, gefährlich. Hochsicherheitszone, keine Menschen zugelassen. Die kamen aber trotzdem. Und zwar einen Tag vorher schon kamen die, am Samstag. Massenhaft. 30.000 sagten die in den Nachrichten. Und 90.000 sagten die Veranstalter. Ihr könnt doch nun auswählen, wem ihr glauben wollt. Ich sag mal 90.000. Demonstrierten gegen Merkel- und Obama-Politik. Sie demonstrierten gegen TTIP. Ja, und das ist wirklich ein Applaus wert. Das muss man schon sagen. Zielvorstellung 100.000 und dann kann es weiter aufwärts gehen. Das ist nicht schlecht. Liebe Freunde, TTIP, was ist das eigentlich? TTIP ist ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und USA. TTIP will die guten, gesunden deutschen und europäischen Standards den schlechten, ungesunden amerikanischen Standards angleichen. Das bedeutet TTIP kurz gesagt. Und, zweiter Satz, bei TTIP dürfen Großfirmen vor privaten Schiedsgerichten ganze Staaten verklagen, wenn ihnen die Wirtschaftsbedingungen in diesen Staaten nicht gut erscheinen. Und zwar in Milliardenhöhe verklagen. Das sind die eigentlich die wichtigsten Punkte von TTIP. Und dass da 90.000 auf die Straße gehen, ist gut. Das können auch gerne noch mehr sein. Weil das ist absoluter Schwachsinn. Der politisch kastrierte Kater Gabriel, fett, impotent und inaktiv, hat TTIP schon ausreichend gelobt. Er hat nämlich gesagt, TTIP ist gut für uns. Das kurbelt die Wirtschaft an. Wirtschaftswachstum ist der einzige Faktor, den diese Menschen interessiert. Wirtschaftswachstum ist der einzige Faktor, an dem sie Interesse haben. Das heißt also, wenn wir alle krank im Krankenhaus liegen und die Wirtschaft brummt und die Wirtschaft wächst, dann ist das nach der Logik dieser Leute ein Idealzustand, liebe Leute. Merkt euch das mal. Wenn wir krank sind und die Wirtschaft wächst, sagen die, okay, Hauptsache die Wirtschaft wächst, dann geht es uns allen gut. Diese Unlogik muss man mal begreifen und dann kann man diese geistig Kastrierten mal zum Mond schießen. Ja, oder zum Mars, einverstanden. Wir hoffen also, dass sich Herr Obama und Frau Merkel beim nächsten Mal im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim treffen müssen. Da gibt es keine Menschenmassen, nur Gefängniswärter. Das ist der richtige Rahmen für ihre Politik. Ja, und was machen wir bis dahin, liebe Leute? Es gibt immer was zu tun. Erkenntnisse sammeln ist zum Beispiel eine gute Tätigkeit, die kann man gar nicht oft genug betreiben. Die Erkenntnis zum Beispiel,
sich von der Macht der anderen und von der angeblichen Ohnmacht nicht dumm machen zu lassen, ist eine gute Erkenntnis. Deswegen wiederhole ich es ja nochmal. Man soll sich nicht von der angeblichen Macht der anderen und von der angeblichen Ohnmacht seiner selbst dumm machen lassen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die müssen wir uns immer wieder sagen, weil man neigt schnell dazu. Und das kann man auch anderen sagen, weil andere neigen auch schnell dazu. Zweitens, die postkoloniale Ausbeutung ist der Grund für Entwurzelung, Flucht, Terror, Krieg und Elend. Postkoloniale Ausbeutung, was heißt das? Postkolonial heißt, dass die Kolonialherren es nicht mehr selber machen, sondern sie lassen es jetzt machen. Sie haben eine Mörderterrorgruppe organisiert von 30.000, für die sie eigentlich vor ein Kriegsgericht gehören und ihre Strafen erhalten müssten. Das ist nämlich die Arbeit der Kolonialherren gewesen. Und diese haben im Irak gemordet und Gebiete erobert, unter anderem die Ölgebiete. Von den Ölgebieten im Irak wird das Öl in die Türkei gepumpt und von dort in alle Welt. Hier habt ihr ein praktisches Beispiel für die Ausbeutungspolitik, wie sie heute läuft. Darum wird die Türkei so umjubelt und umgarnt, weil das der Brückenpfeiler ist. Vom Irak pumpt der IS das Öl in die Türkei und von dort geht es in alle Welt. Ausbeutungspolitik, wie sie heute läuft, liebe Freunde. Gibt es noch eine dritte Erkenntnis? Ja, gibt es. Uns kann es hier nur gut gehen, wenn es dem Rest in der Welt auch gut geht. Das haben auch viele Leute noch gar nicht verstanden. Wir können hier nur in Frieden leben, wenn der Rest der Welt auch in Frieden lebt. Die meisten dachten, ach, das ist alles so weit weg, das wird uns nie erreichen, aber es hat uns erreicht. Ein Beweis dafür, dass wir hier nur in Frieden leben können, wenn die anderen auch in Frieden leben können. Wenn wir jetzt in Afrika weiter auf Krieg setzen und die Kolonialherren das einfach nicht begreifen, dann wird es eine Flutwelle von Flüchtlingen geben, dass es uns hier schwarz vor Augen werden wird, liebe Leute. Das müssen wir begreifen. Was bedeutet das nun für uns im Einzelnen? Ich habe es kurz aufgeschrieben, ein paar kurze Bemerkungen dazu am Ende. Bedeutet das nun, dass wir unsere allernächsten Mitmenschen anhauen müssen und sagen, dass sie vor allem abgeben und teilen müssen? Nein, das heißt es nicht. Meine nächsten Mitmenschen besitzen kein Schloss wie Herr Erdogan und schwelgen nicht in Reichtum und Luxus wie Rothschilds, Goldman Sachs, Rockefellers, saudische Könige und Prinzen oder die zionistische Hochfinanz. Darum brauche ich denen das nicht zu sagen. Ich kenne keine stinkreichen Dagoberts, sondern eher Donalds und Tick, Trick und Trax. Und denen mag ich das nun wirklich nicht sagen, weil sie es oft sowieso schon tun und teilen. Meine nächsten Mitmenschen haben aber einen Fehler, auf den ich sie anspreche. Sie denken falsch und darum wählen sie oft falsch. Sie merken nicht, dass die führenden Politiker ihnen zwei faustdicke Lügen auftischen. Erstens. Sie sagen ihnen, dass die Gefahr von AfD und NPD kommt, statt ihnen zu sagen, dass sie von ARD und ZDF kommt. Müssen wir eben umblättern? So. Sie lügen ihnen vor, alles halb so schlimm, halb so schlimm, halb so schlimm. Ist ja noch immer gut gegangen, wird ja auch weiter noch gut gehen. Der Dom steht ja noch, ist ja noch nicht umgefallen, Prost. Statt ihnen zu sagen, wie schlimm es in Wirklichkeit ist. Stattdessen sagen sie ihnen, hör mal zu, hier mal 30 Tote, dort mal 120 Tote in Europa. Und hier mal rechtsfreie Räume und da mal 6.000 vermisste minderjährige Flüchtlinge. Naja, und jetzt kommt's. Passt gut auf.
Es gibt eben keine hundertprozentige Sicherheit. Du kannst aus dem Haus gehen und überfahren werden. Ja, und das stimmt, liebe Leute. Damit trumpfen sie. Ein hochgradig raffinierter Satz, der stimmt. Und das sagen Politiker immer wieder. Und hier muss unsere Aufklärung und Erkenntnis ansetzen. Die Menschen müssen begreifen, dass nicht diese Wahrscheinlichkeitsrechnung uns rettet und die Lösung ist. Sie müssen ihre Verantwortung und ihren Widerstand wahrnehmen, wie sie es Samstag getan haben, und begreifen, dass sie sich selbst zugrunde richten, wenn sie Politiker und Parteien wählen, die für gewaltsame postkoloniale Ausbeutung stehen, für Entwurzelung, Flucht, Vertreibung, Terror und Krieg und Waffenexporte massenhaft. Die Menschen müssen begreifen, dass dieser Irrtum wie ein Krebs ist, der nicht Halt macht und zum Schluss alles auffrisst. Keiner wird verschont, sie auch nicht. Du kannst nicht die ganze Welt und Reichtum und Bodenschätze gewinnen mit Gewalt. Deine Seele wirst du verlieren. Nicht nur der Gefolterte, auch der Folterer wird irreversibel geschädigt für sein ganzes Leben. Du kannst nicht Gewalt und Terror wählen und ausstreuen und einen Zaun darum machen. Gewalt und Terror wird sich wie Unkraut über dein ganzes Leben und den ganzen Globus verbreiten. Und wenn du den Kopf in den Sand steckst und die Ausbeutungspolitik, die du gewählt hast, nicht wahrhaben willst, sie wird dich trotzdem einholen. Und wenn es nicht Hunger und Elend ist, das dich trifft, dann wird es der Verlust deiner Menschenrechte sein, deiner Freiheitsrechte, deiner Meinungsfreiheit, deiner Glaubensfreiheit garantiert. Deshalb verbinden sich Politik und Islam, Staat und Religion, weil es im Islam keine Glaubensfreiheit gibt. Nach dem Koran, einer Sure im Koran, heißt es, die Andersgläubigen ergreift und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet. Die Politik sucht sich immer die Religion, die zu ihr passt. Ich weiß, was jetzt als Replik kommt, auch die Christen. Das ist richtig, die Replik. Aber heutzutage, früher schon, heutzutage ist kein echter Christ und kein Buddhist bereit, Köpfe abzuschlagen. Heutzutage werden sie einzig und allein von militanten Islamisten abgeschlagen. Das ist die Wahrheit. Und darum kann die Replik hier nicht kommen, von wegen Christen. Im Islam ist der geistliche Führer auch der Staatsführer. Das ist das Ziel dieser ganzen globalen Politik. Das ist auch das Ziel der Merkel-Politik. Darum sitzt sie dem Islamisten Obama so gern auf dem Schoß und leckt seine Stiefel so gerne. Das ist der wahre Grund. Sie ist ihm näher als dem deutschen Volk. Darum tätschelt sie den Kalifen Erdogan, dem kriminellen Menschenverächter, gern die Wange. Eine unerträgliche Lobhudelei ist das. Darum unterhält sie Beziehungen zu der Kopfabregierung in Saudi-Arabien. Und darum schickt sie ihren Ex-Präsidenten Wolf zum Begräbnis des saudischen Königs. Darum sagt Steinmeier, wir wollen den IS nicht vernichten, wir wollen ihn nur eindämmen und lenken. Und Israel, Netanjahu und die zionistischen Hochfinanz, was ist mit denen? Jetzt sage ich euch, was mit denen ist. Wer glaubt, dass die Zionisten diese terroristische Islamisierung der Welt bekämpfen, hat weder hingesehen noch hingehört. Sie bekämpfen sie nicht. Bei 9/11, wo sie mit den USA und den Saudis zusammengearbeitet haben, war das zu sehen. In Paris war das zu sehen, wo Palästinenser Präsident und Israels Präsident und Merkel Hand in Hand da standen und sich ewige Liebe und Treue schworen. Und Merkel beide mit deutschem Geld bedient hat, rechts und links, damit sie ihr Spielchen weiterspielen. Und in Deutschland ist es zu sehen, noch bevor die zahlreichen Islamverbände lospoltern bei einer Islamkritik, meldet sich der niedersächsische Fuchs des jüdischen Verbandes und
meldet, dass alle Kritik am Islam unberechtigt ist. Du kannst ja mal darüber nachdenken, welches Interesse er daran hat, dass 1000 Imame in der Türkei ausgebildet an deutschen Koranschulen unterrichten. Es wäre ja auch zu komisch und wirklich lachhaft, wenn sich der saudische König mit den Rothschilds im obersten Rat der 13 die Köpfe einschlagen würden, liebe Freunde. Das wäre wirklich zum Lachen. Ich komme zum Schluss. Es gibt immer eine Lösung, liebe Freunde. Es muss nur die richtige sein. Deswegen passt auf. Die Islamisierung Europas und der Welt hat nichts, aber auch gar nichts mit Toleranz und Frieden und Religionsfreiheit zu tun. Das Gegenteil stimmt. Die Wahrheit findest du immer im Ursprungsmodell, im Anfang. Der Irak wurde nach der gemeinsamen Aktion der USA, Israel und den Saudis von 9/11 total zerschlagen von Bush, um dort die ISIS-Mörderbande des radikalen Islams zu installieren, für den globalen Kreuzzug, wie er selber sagte. Also ein mörderisches Kriegswerkzeug, das die Ausbeuter so lenken und einsetzen, wie sie es wollen und brauchen. Solange die Sure tötet die Andersgläubigen, wo immer ihr sie findet, im Koran steht, hat der Islam nichts mit Frieden und Religionsfreiheit zu tun. Gar nichts. Das Gegenteil ist der Fall und wird von den Saudis finanziert. Und solange die ISIS-Mörderbande von den Ausbeutern dieser Welt als Waffe und Werkzeug benutzt wird, sind alle Sätze der Ausbeuter nichts als reine Lügen. Einfach nur reine Lügen. Ich danke euch.